Und dann geht ihr hier hoch in den Ring. Und je nachdem, wie lang jetzt eure Kette ist, schneidet ihr die einfach nur ein. Oder, ich habe jetzt ein recht langes Kettenstück, könnt ihr die hier auch nochmal gegenschlagen, indem ihr einfach durchfädelt und dann hier in eins von den Kettengliedern reingeht. Und das kommt dann immer ganz drauf an, wie lang ist jetzt euer Stück, was hier noch rausguckt. Das ist jetzt relativ kurz. Das kann ich jetzt auch nochmal eins länger machen. Ja, so. Also so 5 solche Kettenglieder, so ein kleines Stück, das ist immer ganz gut. Ich persönlich hab da meistens ein kürzeres Stück, weil ich immer viele junge Pferde habe. Und natürlich, je kürzer, desto schneller bin ich mit meiner Hilfe am Pferd, desto weniger muss ich meine Hand bewegen. Der Schwierigkeitsgrad wird natürlich höher, wenn das Kettenstück länger ist und ihr dann auch nicht eure Hand bewegen müsst. Das ist natürlich dann noch besser. Genau. Aber gerade bei, bei jungen Pferden oder wenn man es jetzt nicht super oft übt, dann lieber kürzer, dann habt ihr nicht so einen ganz langen Weg, wenn sie mal nicht gleich mitlaufen wollen und ihr ein bisschen deutlicher mit der Hilfe werden müsst.